Eine Prüfungsaufgabe aus dem Jahre 2003 für Datenanalyse und Prozessdesign. So hieß damals dieser Studiengang. Wir haben hier eine Spannung von 15 Volt. Hier haben wir 20 Ohm Widerstand, hier 30 Ohm Widerstand und da haben wir eine Kapazität von 2 Farad. Wenn man nun den Schalter schließt, dann fließt hier ein Strom. Die Frage ist, wie groß sind die Spannungen über R1 und R2 unmittelbar nach dem Schließen des Schalters S? Wie groß sind die Spannungen nach längerer Zeit, also wenn man lange genug wartet? Und zwischen welchen Werten ändert sich die elektrische Leistung im Widerstand R1 während dieser Zeit, also kurz nach dem Schließen des Schalters bis ziemlich lang später. Dann wird der Schalter S wieder geöffnet. Die Frage ist, wo wird dann noch Energie dissipiert und wie viel? Gehen wir über zur Lösung, also hier noch einmal die Schaltung. Wenn wir den Schalter schließen, dann wirkt die Kapazität, also der Kondensator, als Kurzschluss und der Strom geht im ersten Moment dadurch. Wir haben keine Spannung über R2, dafür haben wir die vollen 15 Volt über R1. Schreiben wir das auf. Wenn wir länger warten, dann füllt sich die Kapazität, die Spannung steigt und der Strom geht am Schluss einfach durch diese beiden Widerstände und dann haben wir einen Spannungsteiler, das heißt, die Spannung 2 zu Spannung 1 verhält sich genau analog wie das Verhältnis der Widerstände, also 30 Ohm durch 20 Ohm. Und dann müssen wir diese 15 Volt im Verhältnis 3 zu 2 dividieren. Das gibt 9 Volt über 2 und 6 Volt über 1. Zum Zeitpunkt t gleich 0 haben wir einen Strom von 0,75 Ampere. Weil wir müssen ja die Spannung nehmen, U1, die ist am Anfang 15 Volt, durch 20 Volt. Ohm, das geht 0,75 Ampere. Die Leistung ist U mal I, das könnte man rechnen, also 0,75 mal 15 oder eben U Quadrat durch R und U ist ja immer noch 15 Volt, das gibt 15 im Quadrat durch 20, das sind 11,25 Watt. Wenn wir lange genug warten, dann gilt immer noch die gleiche Beziehung, nur ist dann die Spannung gesunken auf 6 Volt, gibt nur noch eine Stromstärke von 0,3 Ampere oder eine Leistung von 1,8 Volt. Also entweder 0,3 Ampere mal 6 Volt oder 6 Volt im Quadrat durch 20 Ohm. Sobald wir hier den Schalter wieder öffnen, fließt im Hauptkreis kein Strom mehr, aber der Kondensator ist ja geladen und der entlädt sich dann auf diese Seite und die Kondensatorenergie wird dann im Widerstand R2 noch dissipiert. Der Ladungszustand, der war ja gegeben durch diese 9 Volt, also ist die Energie gegeben durch halbe Kapazität mal diese 9 Volt im Quadrat, das sind 81 Joule. Die sind da einfach im elektrischen Feld gespeichert und sobald man hier den Schalter öffnet, fließt ein Strom auf diese Seite, ein abklingender Strom und diese Energie wird dann hier dissipiert.